Ja, wir stehen hier im Hof des Schlosses Starnberg in Evering und im Oktober sollte da oben im einen Saal das vierte Ernährungsforum stattfinden. Corona-bedingt haben wir uns heuer was anderes überlegt. Das Ernährungsforum ist etwas, was dem Campus Evering, was der Region sehr am Herzen liegt. Es ist auch sehr erfolgreich gestartet und passt irgendwie hier zur Region, weil wir sind eine fruchtbare Gegend. Alle kennen das Everinger Becken. Wir haben hier sehr viele innovative Landwirte, wir haben Lebensmittelerzeuger und wir haben auch schon in den letzten Jahren erkannt, das Thema wird hier von den Leuten mitgetragen und beim Ernährungsforum wurde sehr vieles über Lebensmittel, über Erzeugung, über Ernährung, über Gesundheit hier schon diskutiert. Das wollen wir in Zukunft auch so fortsetzen. Heuer machen wir es ein bisschen anders und wir sind aber, glaube ich, am besten Weg, das Mini-Alpbach zum Thema Ernährung, Gesundheit, Lebensmittel zu werden. Vor 4 Jahren hat in Everding zum ersten Mal das Everdinger Ernährungsforum stattgefunden. Warum ist EFCO dabei? Jene Lebensmittel, die wir verarbeiten, entsprechen ohne Zweifel einer vernünftigen Basis für eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Wie wir das an die Kunden und an die Konsumenten und an die österreichische Bevölkerung besser herantragen können, über eine Frage, die uns seit Jahren bewegt. Und in einem Gespräch mit Herrn Starnberg und Herrn Dr. Höglinger von der FH in Wels hat sich dann die Idee dieses Forums ergeben. Wir haben das von Haus aus für eine hervorragende Idee gehalten und unterstützen das natürlich auch nach Kräften, heuer in einem anderen Layout, Corona-bedingt als in den Jahren zuvor. Und unser Ziel ist ganz klar, jene Menschen zu erreichen, die Wissensvermittler sind, von der Volksschullehrerin bis zum Universitätsprofessor, Fitnessinstruktoren und Ernährungsberater. Die sind jene Menschen, die mit unseren Ideen und den Themen konfrontiert werden sollen und die das dann an die Endkonsumenten quasi weitertragen. Deshalb sind wir dabei und deshalb werden wir dieses Thema in den nächsten Jahren auch noch nach Kräften unterstützen. Was sind eigentlich Bakterien, Viren und Pilze? Bakterien sind einzellige Mikroorganismen, die zusammen mit den Archaebakterien, die eigentlich die ursprünglichste Form von Bakterien darstellt, in die Gruppe der Prokaryoten gehört. Und diese Prokaryoten kann man nach ihren Formen unterteilen. Manche von denen sind kugelförmig wie Gruppen, manche sind stäbchenförmig oder andere schauen aus wie Spirillen. Diese Bakterien, die spielen eine ganz große Rolle in unserer Umwelt. Viele der Kreislaufsysteme, die wir haben, wie den Stickstoffkreislauf, der Kohlenstoffkreislauf oder der Schwefelkreislauf, werden ganz massiv von diesen Bakterien beeinflusst. Sie spielen eine ganz große Rolle auch für die menschliche Gesundheit, zum Beispiel eben das Mikrobiom, oder sie haben auch eine ganz große Funktion in der Lebensmittelindustrie, zum Beispiel Milchsäurebakterien zur Herstellung von Joghurt. Was sind eigentlich Viren? Viren sind komplexe organische Moleküle, die aus einer Nukleinsäure bestehen, zum Beispiel DNA oder RNA, und sie sind umgeben von einer Proteinhülle. Und diese Viren sind dadurch ausgezeichnet, dass sie sich nicht selbstständig vermehren können, sondern sie brauchen einen Wirten. Und damit sie in den Wirten hineinkommen, der kann zum Beispiel sein eine pflanzliche Zelle, eine tierische Zelle oder eine menschliche Zelle, benötigen sie zum Beispiel Rezeptoren oder andere Proteine, über die sie in eine Zelle eindringen und dort sich dann anschließend vermehren und meistens auch dazu führen, dass diese Zelle dann zerstört wird, was dann auch meistens großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Ja, das humane Mikrobiom ist die Gesamtheit der Mikroorganismen und der Viren, die in und auf unserem Körper leben. Zu den Mikroorganismen gehören da die Bakterien, die Archaeen, aber auch die mikroskopischen Eukaryoten wie die Pilze. Und diese Gesamtheit der Organismen nennen wir die sogenannte Mikrobiota. Und diese Mikrobiota lebt in ihrem Lebensraum, das ist der menschliche Körper. Und die Interaktion dieser Organismen untereinander, aber auch mit dem menschlichen Körper, das bezeichnen wir auch als Mikrobiom. Also das Mikrobiom ist mehr als die Lebensgemeinschaft, sondern sind die ganzen einzelnen Organismen, wie sie miteinander interagieren und ihre Gesamtheit der Funktionen und was sie für Auswirkungen auch haben auf den Menschen. Unser Mikrobiom ist relativ divers. Nicht so divers wie zum Beispiel das Mikrobiom in einem normalen Ackerboden, aber es ist extrem dicht besiedelt, unser Körper. Wir bestehen aus vielen Organismen, vielen mikroskopischen Einzellern und der Durchschnittsmensch trägt so ungefähr 40
Billionen Mikrobenzellen in oder auf dem Körper. Die Mikroorganismen in unserem Körper, die leben in einer mutualistischen Symbiose mit uns. Das heißt, dass wir von ihrer Funktion profitieren und sie profitieren auch von uns, da wir ihnen einen adäquaten Lebensraum zur Verfügung stellen. Die positiven Eigenschaften des Mikrobioms liegen darin, dass sie unser Immunsystem trainieren, uns Nahrungsbestandteile zur Verfügung stellen, die unser Körper selber nicht verdauen kann und uns auch vor krankheitserregenden Organismen wie pathogenen Mikroorganismen schützen. Das Mikrobiom des Tiers ist an sich sehr komplex. Wir haben in den verschiedenen Nischen hunderte von bakteriellen Spezies in enger Symbiose mit Archaeen oder auch Pilzen, die vor Ort alle ihre Aufgaben für den Wirt erfüllen. Bei den Schweinen ist es so, dass das Mikrobiom gerade in der ersten Phase des Lebens eine sehr wichtige Rolle spielt, weil die Ferkel nämlich in der Embryonalentwicklung über die Plazenta keine maternalen Antikörper bekommen. Das heißt, sie werden naiv geboren und brauchen dann durch die Saunmilch eine Form Stütze, um das Mikrobiom im Darm optimal aufzubauen. Eine Stütze wäre zum Beispiel das sogenannte Lactoferrin, das antimikrobielle Eigenschaften hat und so pathogenen Keimen keinen Zutritt zu den Bindungsstellen im Darm gewährt. Die wesentlichen Methoden, um ein Mikrobiom zu charakterisieren, sind die sogenannte Kultivierung, wo man Bakterien auf der Platte weiter charakterisieren kann, aber auch DNA- und RNA-basierte Methoden, wo man entweder, wenn wir von DNA sprechen, die gesamte genomische Kapazität der Mikroben analysiert oder auf RNA-Basis, wo man direkt in die Funktion der Mikroben über Transkriptionsprofile metabolisch aktive Bakterien charakterisieren kann. DNA- und RNA-basierte Methoden werden heutzutage oft mittels Hochdurchsatzsequenzierungen analysiert. Das bedeutet, dass man die einzelnen Basen charakterisiert und dann zu Datenbanken vergleicht. So hat man ein sehr umfangreiches Bild über die Diversität und kann dann in einem weiteren Schritt auch die Bakterien, die auf der Platte nicht anwachsen, charakterisieren. Ja, Zoonosen sind Erkrankungen, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Zu den Zoonosen gehören aber auch Erkrankungen, die indirekt, zum Beispiel über Lebensmittel, eben auf Konsumentinnen übertragen werden können. Zoonosen haben eine sehr große Bedeutung und man nimmt an, dass 60% aller infektiösen Erreger, die weltweit jemals beschrieben worden sind, einen zoonotischen Ursprung haben. Das heißt, einen Ursprung im Tier, und eben dann entweder direkt übertragen werden können. Ein klassisches Beispiel ist die Tollwut. Durch den Biss des tollwütigen Hundes wird die Krankheit übertragen. Oder eben über Vektoren sowie Lebensmittel, wo es eben dann auch darauf ankommt, ob sich diese Erreger in diesen Lebensmitteln vermehren können oder eben nicht. Lebensmittelbedingte Zoonosen werden hauptsächlich über kontaminierte Lebensmittel übertragen, die eben aufgenommen werden und wo der Erreger dann im Darm sich gegen die schon angesiedelte Darmflora durchsetzen muss. In der Regel lösen die Erreger bzw. Toxine, die von diesen Erregern gebildet werden, nur gastrointestinale Symptomatiken aus mit dem klassischen Kardinalsymptom Durchfall. Nur wenige von diesen Zoonoseerregern schaffen es, über die Darmschleimhaut in den Körper vorzudringen. Ein Beispiel ist Listeria monocytogenes. Diese Erreger können lebensbedrohliche Zustände auslösen. Covid-19 ist keine Zoonose, obwohl es Reservoire bei Wildtieren gibt. Beispiele sind die Fledermaus und das Gürteltier. Hier erfolgt der Übertragungsweg von Mensch zu Mensch. Lebensmittel spielen eigentlich keine Rolle beim Übertragungswert von Covid-19. Die Mikroorganismen in der Umwelt sind sehr vielfältig und sie treten auch in vielfältige Interaktionen miteinander. Zum Beispiel beim Abbau von organischem Material kooperieren viele Organismen, um dieses organische Material zu mineralisieren. Sie setzen es zu den Treibhausgasen CO2 und Methan um, die natürlich einen massiven Einfluss auf unser Klima auch haben. Die Interaktionen beschränken sich aber nicht auf die Organismen untereinander, sondern
die Mikroorganismen interagieren auch mit Pflanzen. Und da sind die Knöllchenbakterien das berühmteste Beispiel. Sie fixieren den Luftstickstoff und stellen den der Pflanze zur Verfügung. Es gibt natürlich viele Krankheiten im Obstbaubereich, eben Pilzkrankheiten, Viruserkrankungen, Bakterien, die Krankheiten verursachen. Und dem muss man sich stellen. Vieles von den Krankheiten kann man schon mit der geeigneten Sortenwahl in den Griff kriegen. Und auch der richtige Standort ist ganz wichtig bei der Pflanzung von einem Obstbaum. Wir stehen da auf einem meiner Gurkenfelder. Wir kultivieren hauptsächlich Batanacapa-Sorten. Das heißt, die Gurken ist selbst fruchtend. Es gibt nur weibliche Blüten, wobei von jeder Blüte dann eine Frucht entsteht. Die Früchte sind samenlos, das heißt, da ist kein Kern enthalten in der Frucht. Eine besondere Herausforderung ist heuer der Meldedruck durch die feuchte Witterung. Die macht uns ein bisschen zu schaffen. Ein altes Sprichwort besagt, kommt das Kraut ins Haus, muss der Arzt hinaus. Das heißt, diese gesundheitlichen Vorzüge des Sauerkrauts sind scheinbar schon recht lange bekannt. Wissenschaftlich untermauern kann man das folgendermaßen. Die wichtigsten Gesundsubstanzen im Sauerkraut sind sogenannte Milchsäurebakterien. Beim Konsum von Milchsäurebakterien entfalten sie bei uns im Darm, speziell im Dickdarm, eine sogenannte probiotische Wirkung. Milchsäurebakterien werden unterschiedliche positive Eigenschaften zugeschrieben. Einerseits sollen sie das Wachstum von potenziell krankmachenden, also pathogenen Keimen hemmen. Gleichzeitig können Milchsäurebakterien das Immunsystem positiv stimulieren. Milchsäurebakterien verkürzen die Darmtransitzeit, verbessern die Stuhlkonsistenz und erhöhen die Stuhlfrequenz. Und alles in allem kann man eigentlich sagen, dass Milchsäurebakterien wie ein Wellnessprogramm für unseren Darm wirken oder dienen. Und ein ganz gutes oder immunfittes Mikrobiom zeichnet sich durch eine hohe Diversität an verschiedenen Milchsäurebakterienarten aus. Und der regelmäßige Konsum von fermentierten Produkten, wie zum Beispiel Sauerkraut, kann diese Bakterienvielfalt bei unserem Darm durchaus erhöhen und positiv begünstigen. Allerdings die Voraussetzung ist, dass das Sauerkraut nicht pasteurisiert ist. Durch den Pasteurisationsvorgang, das ist eigentlich der letzte Schritt, der bei industriell gefertigten Sauerkraut üblich ist, werden die Milchsäurebakterien abgetötet. Das bedeutet jetzt aber gar nicht, dass das pasteurisierte Sauerkraut dann keinen gesundheitlichen Mehrwert mehr bietet. Ganz im Gegenteil, es ist und bleibt eine kalorienarme und ballaststoffreiche Gemüsebeilage und es punktet durch einen hohen Vitamin-C-Gehalt.